Schönen guten Morgen, mein Name ist Theo Sando vom Composite United Switzerland. Ich begrüße Sie zum Webseminar Textile Lösungen für Composites von der Gustav Gerster GmbH und Co. KG. Einen Vortrag aus der Composite United Web Seminarreihe CU Member Innovations. Erlauben Sie mir ein paar Worte vorweg. Die Kameras und Mikrofone sind systemisch ausgeschaltet. Sollte sich das bei irgendjemandem ändern oder anders darstellen, würde ich Sie bitten, diese auszuschalten und ausgeschaltet zu lassen. Wir werden im Anschluss an den Vortrag eine Fragerunde anbieten. Wenn da Fragen aufkommen während des Vortrags, bitte merken Sie sich diese oder schreiben Sie sie schon in den Chat. Wir werden die dann am Ende entsprechend vorlesen und der Herr Hartmann wird sie dann beantworten. Zum Ablauf der Frage am Ende komme ich dann nach dem Vortrag nochmal auf Sie zu. Das Webseminar wird aufgezeichnet und im Anschluss auf YouTube zur Verfügung gestellt. Da können Sie es dann also auch nochmal anschauen. Es wird auf dem Composite United eigenen YouTube-Kanal hochgeladen werden. Und jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Hans-Peter Hartmann, Projektmanager Composites von der Gustav Gerster GmbH und Co. KG. Vielen Dank. Ja, schönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Vielen Dank natürlich auch an Herrn Sandu für die nette Einführung und natürlich auch ein großer Dank an den Composites United für das Angebot und für die Organisation dieser Webinare. Ich habe persönlich auch schon 3 bis 4 miterlebt und es waren wirklich schon viele schöne Vorträge dabei in den letzten Wochen. Deshalb großen Dank dafür. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Peter Hartmann. Ich bin seit 2006 bei der Firma Gerster. Ich habe ein duales Studium mit der Fachrichtung International Business hier absolviert und bin seit 2009 Projektmanager im Geschäftsbereich TechText. Das heutige Thema lautet textile Lösungen für Composites. Und ich freue mich, Ihnen unsere Produkte heute näher vorstellen zu dürfen. Ja, kurz zur Agenda. Ich möchte Ihnen zunächst die Firma Gustav Gerster vorstellen, weil wir haben ja zwei Geschäftsbereiche, einmal der Heimtextilbereich und der Techtex-Bereich. Anschließend möchte ich auf den Bereich Gerster Techtex eingehen. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt dann auf den innovativen Halbzeugen für die Faserverbundwerkstoffe und danach folgt noch ein Blick in den Bereich Smart Textiles und ein Ausblick. Ja, zur Geschichte. Die Firma besteht bereits seit gut 138 Jahren und hat ihren Sitz hier in Biberach an der Riß. Biberach hat ja circa 35.000 Einwohner, ist eine große Kreisstadt und liegt etwa 40 Kilometer südlich von Ulm. Aktuell beschäftigen wir hier in Biberach um die 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist familiengeführt in vierter Generation und ganz frisch seit November 2020 ist auch die fünfte Generation in die Geschäftsführung mit aufgerückt. Ja, die Textilbranche hat natürlich keinen leichten Stand in so Hochlohnländern wie Deutschland. Ab den 90er Jahren war das immer schwieriger für die Textilbranche, speziell auch für den Heimtextilbereich in Europa aufgrund des zunehmenden Kostendrucks aus Osteuropa und Asien. Deshalb wollten wir als Firma ein zweites Standbein schaffen für die Zukunft. Und deswegen hat man den Bereich Techtex vor gut 16 Jahren gegründet. Groß geworden ist die Firma Gerster mit der Herstellung von Heimtextilien, also vor allem mit hochwertigen Fensterdekorationen. Wir produzieren hier in Biberach Gardinen, Gardinenbänder, Raffhalter und Posamenten. Ich denke, Raffhalter und Posamenten sagt vielleicht nicht jedem etwas. Raffhalter, die werden seitlich neben dem Fenster befestigt, verleihen dem Raum eine gewisse Eleganz und halten die Gardine. Hier in Biberach kennt viele die Firma Gerster als Posamenten-Gerster. Den Jüngeren oder wahrscheinlich auch Ihnen wird so gehen, dass es Ihnen nichts sagt. Posamenten sind Schmucktextilien wie zum Beispiel Zierbänder, Botten, Fransen, Kordeln, Spitzen und Quasten zum Beispiel. In modernen Gebäuden sieht man solche Posamenten leider immer weniger, aber in der Gastronomie, in exklusiven Hotels oder auch in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien und so weiter, kommen sie zum Glück noch häufiger vor. Wenn Sie Gardinen oder Ähnliches kaufen wollen, können Sie gern vorbeikommen. Wir haben einen schönen Showroom hier und einen Betriebsverkauf. Nun zum Bereich Techtex, wo Tradition auf Innovation trifft.
Wir haben im technischen Bereich angefangen mit hochfesten Bändern für unterschiedlichste Industrieanwendungen. Dann ging es ziemlich schnell in die Richtung der Faserverbundwerkstoffe. So 2005 war das dann mit Fließhilfen für die Vakuuminfusion und auch mit der Herstellung von Carbon- und Glasfaserbänder. Immer weitere Entwicklungen sind dann hinzugekommen, die man hier auch in dem Zeitstrahl sehen kann. Das sind zum Beispiel Preforms, beheizbare Textilien, auch textile Sensorik und leider jetzt seit 2020 eben auch aufgrund von Corona die Mund-Nasen-Masken. Seit März, April fertigen wir für unsere Mitarbeiter, für die Bevölkerung in der Umgebung um Biberach und auch für viele umliegende Firmen, wie zum Beispiel Firma Lipau, individuelle Mund-Nasen-Masken, welche auch im Betriebsverkauf oder online erhältlich sind. Ich habe ein Modell, zum Beispiel hier, eine ganz schicke Version. Und ja, hier haben wir schon sehr viele Modelle entwickelt in den letzten Monaten. Damit Sie einen Einblick in die Produkte und die Fertigung, vor allem im technischen Bereich, bekommen, möchte ich Ihnen jetzt ein kurzes Video zeigen. So, im Film konnte man sehen, dass wir ja sehr viel mit Carbonfaser in der Produktion arbeiten. Wir sind aber hier komplett offen und flexibel im Einsatz verschiedenster Materialien. Also sprich, wir verarbeiten natürlich auch Glas, Aramid, synthetische Fasern, Polyamide, Polyester und sind ja wirklich sehr flexibel hierbei. Ein Fokus liegt bei uns ganz klar auf innovativen Halbzeugen für Composites und sonstigen technischen Textilien für die Industrie. Hier auf der Karte sehen Sie auch übrigens, wo
Das schöne Biberach liegt in Oberschwaben. Ja, wir wollen qualitativ hochwertige und innovative Produkte mit unseren Kunden umsetzen. Dabei machen wir jedes Jahr so circa 100 bis 150 neue Prototypen, die wir speziell mit dem Kunden entwickeln. Natürlich neben all den Serienfertigungen von Bändern, Fließhilfen, Eckverstärkung und so weiter. Unsere Vision ist, die Produkte sollen leichter, smarter und zukunftsorientiert sein. Wie diese Produkte hergestellt werden, sehen wir auf der nächsten Folie. Ja, wir haben als Textiler wirklich sehr viele verschiedene Textiltechnologien. Insgesamt 6 an der Zahl, das Zwirn, Flechten, Wirken, Schmalweben, Breitweben und Beschichten. Diese Vielfalt, denke ich, ist schon fast einzigartig im Textilbereich. Ja, normalerweise gibt es dann nur einen Bandweber, nur einen Breitweber oder nur einen Gelegehersteller. Wir haben wirklich verschiedene Technologien bei uns vereint. Ein Schwerpunkt ist aber aktuell eigentlich schon der Bereich Band- und Breitweberei und auch das Wirken. Ein großer Vorteil ist, dass wir eben verschiedene Produkte auf den unterschiedlichen Maschinen herstellen können und diese dann später eben auch kombinieren können. Dadurch schaffen wir eine große Vielfalt an Produktmöglichkeiten und kreieren somit sehr innovative Preforms für die unterschiedlichsten Märkte. Bei den Branchenmärkten, die wir beliefern, sind wir auch relativ breit aufgestellt, was uns auch gerade in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie doch sehr entgegenkommt. Wir haben zum Beispiel einen leichten Rückgang im Automobilbereich, aber dafür ein starkes Wachstum im Bereich Windkraft. So ganz grob von den Zahlen liegen wir ca. 25% Automobilbereich. Das sind dann Zulieferer, die wir beliefern. Die stellen dann zum Beispiel Carbonfelgen her, Bremsscheiben und so weiter. Luftfahrt ist ein etwas kleinerer Bereich. Hier fertigen wir aber Out-of-Plane-Produkte. Das sind also eher die Fließhilfen für die Vakuuminfusion, also zur Herstellung von den Composites. Circa 20% ist dann der Bereich Windkraft. Hier sind wir in den letzten 2 bis 3 Jahren doch relativ stark gewachsen. Maschinenbau und sonstige Industrieanwendungen liegen dann circa bei 25 bis 30% von unserem Jahresumsatz. Und der Bereich Medizin, Smart Textiles, das sind dann eher noch unsere Wachstumsmärkte. Nun möchte ich näher auf bestimmte Produkte für den Bereich Composites eingehen. Eines unserer ältesten und zugleich bekanntesten Produkte sind sicherlich die Fließhilfen für den Vakuuminfusionsprozess zur Herstellung von Composites. Vorteile gegenüber Konkurrenz oder Alternativprodukten wie dem Spiralschlauch zum Beispiel ist einfach, dass der Harzfluss gut regelbar und gleichmäßig ist. Das Handling ist sehr einfach und schnell. Vor allem bei den selbstklebenden Varianten, wo wir auf diesem Fließkanal rückseitig noch ein Klebeband mit aufbringen. Es gibt Standardbreiten von 10 bis 200 mm, wobei der 43 mm breite Fließkanal eigentlich so das gängigste Produkt ist. Die Fließkanäle vertreiben wir über Händler weltweit, also komplett über alle Kontinente verteilt. Wie die Fließhilfen angewendet werden, das sehen wir auf den nächsten 2 Folien. Hier sieht man den Aufbau einer Vakuuminfusion mit der Werkzeugform, den Fließhilfen, VAP-Membran, Tacky-Tape. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sich die meisten mit dem Vakuuminfusionsaufbau auskennen. Wer es genauer sehen oder wissen will, der kann das Video auf unserer Website oder bei YouTube auch anschauen. Da haben wir auch nochmal ein 2-3 Minuten Video. Auf dem Bild wird jetzt die Variante mit dem Klebeband verwendet, welche dann einfach vom Handling sehr einfach ist. Man kann das Band sehr einfach platzieren und hinterlässt so gut wie keine Abdrücke auf dem Teil. Ja, der Fließkanal wird an der Harz- und der Vakuumseite angebracht. Hier sieht man, wie alles mit Vakuumfolie und Dichtungsbändern eingepackt und abgedichtet ist. Jetzt wird das Harz durch die Harzführung angesaugt und das Harz verteilt sich schön gleichmäßig über das gesamte Bauteil. Hier jetzt noch ein kurzes Video, bei dem man das Fließverhalten sieht. Hier im Vergleich unser klassischer Classic Fließkanal und
der neue modifizierte Fließkanal HFO, hier auf der linken Seite mit einem höheren Outflow-Fluss. Das HFO steht dann eben auch für Higher Flow Rate. Diese HFO-Variante eignet sich vor allem dann auch für größere Bauteile im Bereich Schiffsbau oder auch Windkraft. Auch dieses Video gibt es dann wieder auf der Website oder bei YouTube. Ja, weiter geht es nun mit Verstärkung für Ecken und Kanten. Neben der Verstärkung an den Außenkanten werden diese auch als Füllmaterial verwendet. Das sieht man auch an dieser eingefügten Grafik. Das soll dieser orange Bereich darstellen. Durch die Eckverstärkung werden Harzanhäufungen und auch Lufteinschlüsse, also trockene Stellen, vermieden. Die Eckverstärkungen werden vor allem im Bereich Sport, Automotive und Windkraft sehr häufig verwendet. Es gibt aber auch ein paar Projekte im Bereich Luft- und Raumfahrt. Auch hier sind wir sehr flexibel und können unterschiedlichste Geometrien und Materialien verwenden und realisieren. Ein großer Schwerpunkt liegt bei uns in der Herstellung von Gewebebändern. Hierbei können wir Bänder mit ca. 5 bis 350 mm Breite umsetzen. Flächengewichte sind so ca. von 100 Gramm bis 1000 Gramm, aber auch etwas höher. Wir fertigen hier auftragsbezogen. Wir machen auch sehr, sehr viele Prototypen, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe. Das sind dann oft Muster oder Prototypen, die wir gegen einen geringen Pauschalbetrag machen, ein paar hundert Euro. Und wir können aber auch Seriengrößen von mehreren 10.000 Metern innerhalb von wenigen Tagen bzw. Wochen umsetzen. Wir sind also auch hier in der Bandweberei sehr flexibel, haben einen großen Maschinenpark und arbeiten hier im Dreischichtbetrieb. Anwendungen von den Bändern und Tapes sind auch Automobil, Sport und Orthopädie. Neben gewobenen Bändern stellen wir auch gewölbte Bänder her. Hierbei sind wir bei den Auslegungsmöglichkeiten noch flexibler und können auch lokale Strukturen integrieren. Man sieht das auf dem Bild hier schön mit diesem roten Faden. Wir können nicht nur verschiedene Phaseorientierungen ausführen, sondern auch unterschiedliche Materialien verwenden und kombinieren. Also nicht nur Carbon, sondern auch Flachs, Kupfer oder auch relativ dicke Heizlitzen und andere Materialien. Hier das Bild übrigens. Was Sie sehen, ist ein Band für einen Sichtbauteil. Anwendung, konkret war das ein Projekt für einen Skihersteller. Ja, Bänder und sonstige Textilien können wir auch hier beschichten, entweder mit einem Epoxidbinder oder Thermoplast, also ein Copolyamidbinder. Das erleichtert vor allem das Handling beim Kunden, damit sich eben das Band leichter fixieren lässt. Zusätzlich zu flachen Bändern können wir auch Webschläuche herstellen, die sich dann einfach über Form ziehen lassen und sich perfekt anpassen. Sehr beliebt im Composites-Bereich sind unsere elastischen Webschläuche mit einem Elastan, also mit einem Gummi im Schuss. Hier zu sehen auf dem Bild ist eine Hybridvariante aus Carbon und Aramid. In Kette und in Schussrichtung haben wir eben diesen Gummi. Einsätze sind auch hier wieder Bereich Orthopädie, Sport oder auch Luftfahrt. Ja, ein sehr innovatives Produkt, welches wir vor einigen Jahren schon entwickelt haben, sind unsere rundgewobenen Bänder. Wir nennen die Spiralgewebe, weil es eben aussieht wie eine Spiralfeder, wenn man das hochzieht. Ich zeige das mal kurz. So, das ist quasi hier unsere Spirale. Vorteile von dem Spiralgewebe sind, dass man sehr geringen Ausschuss hat, im besten Fall sogar, wenn man wirklich ein rundes Teil hat, gar keinen Ausschuss mehr. Wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Scheibe, die aus einem Breitgewebe ausgeschnitten werden müsste, dann hätte man sicherlich einen Verschnitt von ca. 40, 50, 60% vielleicht, je nach Dimension. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir stabile Webkanten haben und somit kein Ausfransen des Textils möglich ist. Dann ein wichtiger Vorteil ist eben auch die lastgerechte Faserorientierung, weshalb sich das Spiralgewebe vor allem für schnell rotierende Bauteile eignet. Wenn wir auch hier quasi im Breitgewebe denken und
das einfach den Ring ausschneiden, dann haben wir natürlich nicht diese lastgerechte Faserorientierung, sondern einfach nur 90 Grad und nicht in Radial- und Umfangsrichtung. Anwendungsbeispiele hier sind Industrieschleifscheiben und auch Carbonbremsscheiben für die Formel 1. Hier beliefern wir seit rund 10 Jahren den wichtigsten Bremssystemzulieferer der Formel 1. Der beliefert dann wiederum 8 von 10 Rennteams aktuell. Ja, der stellt Hochleistungsbremsen her. Der Vorteil ist einfach mit dem Spiralgewebe und der lastgerechten Faserorientierung, dass die Performance der Bremsen deutlich besser ist als jetzt mit einem 090-Grad-Gewebe zum Beispiel. Wir können nicht aber nicht nur rund weben, sondern haben auch diese Webtechnologie weiterentwickelt, sodass wir konturgetreu weben können. Dieses Produkt haben wir deshalb auch Konturband genannt. Auch hier sind die Vorteile ähnlich wie bei den Spiralgeweben, das heißt geringer bzw. bestenfalls gar kein Verschnitt, eine lastgerechte Faserorientierung, stabile Webkanten. Durch die lastgerechte Faserorientierung soll auch hier die Performance gesteigert werden, sodass im Idealfall auch Gewicht reduziert werden kann bei gleicher Performance. Anwendungen sehen wir hier vor allem im Automobilbereich und Luft- und Raumfahrt. Für dieses ja, einzigartige Produkt haben wir auch 2016 den Innovationspreis von der AVK, das ist die Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe, erhalten. Ein weiteres Produkt, welches zwar als 090-Grad-Gelege hergestellt wird, aber sich den Formen und Konturen auch wieder sehr gut anpasst, ist unser Trapfix. Trapfix deshalb, das kommt von Trapfix, also schnell trapieren. Das Gelege hat hervorragende Trapiereigenschaften, wie man auch auf dem Bild erkennen kann. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal eine Kunststoffform genommen, so einen Kopf, haben den mit Sprühkleber ein bisschen eingesprüht und haben das Gelege über diesen Kopf drapiert. Und ich denke, das kann man mit wenigen Gelegen so realisieren, diese Drapierbarkeit. Der Vorteil von dem Jetfix ist, dass die Verstärkungsphase in einer Art Gasse liegt und die Rohwings sich frei bewegen können. Dadurch lässt sich das Ganze eben sehr gut auch nachdrapieren. Wir haben hier auch, ja, 2 bis 3 Standardvarianten in 93 cm Breite. Ein Glas gibt es ein Flächengewicht mit 960 Gramm und Carbon gibt es mit 350 und 680 Gramm. Ein Anwendungsbeispiel von dem Trapfix sehen wir auf der nächsten Folie. Hier zu sehen ist ein Projekt mit der Firma KTM Technologies aus Österreich. Dabei ging es um ein relativ komplexes Bauteil, das Schlosscover, wo man auch auf, auf der rechten Seite sehen kann, für den Sportwagen, den KTM X-Bow. Es sollte ein alternatives Gelege getestet werden mit hervorragenden Drapiereigenschaften. Hier links sehen wir die Preform-Herstellung mit einem normal erhältlichen Gelege eines großen Gelegeherstellers. Der Drapiervorgang ist relativ zeitaufwendig und mit vielen Zuschnitten verbunden, also mit einem hohen Personalaufwand und damit natürlich auch mit hohen Fertigungskosten verbunden. Rechts sieht man den Drapiervorgang durch ein Preform-Werkzeug mit unserem hochdrapierbaren Trapfix. Dabei waren keinerlei Einschnitte nötig. Man sieht auch hier wieder im Vergleich links das Wettbewerbergelege mit doch teilweise Drapierfehlern und rechts im Vergleich unser Trapfix ohne Drapierfehler. In Bezug auf das Trapfix lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Drapiervorgang mit Hilfe des Trapfix eher automatisierbar ist, dass deutlich weniger Zuschnitte nötig sind und dass sich dadurch natürlich die Fertigungskosten reduzieren lassen, auch wenn die Materialkosten zugegebenermaßen etwas höher sind als jetzt von einem großen Gelegehersteller, der das natürlich als Standardprodukt hat und hunderttausende Meter oder Millionen Quadratmeter herstellt. Trotzdem sind die Bauteilgesamtkosten geringer als mit einem marktüblichen Gelege, weil wir eben bei der Fertigung doch deutlich einsparen kann. Dann kommt natürlich der alte Schwabe in uns raus und der sagt, spart Zeit und Geld.
wie man hier rechts oben mit dem Sparschweinchen sieht. Neben den gelegenen und schmalen Bändern können wir auch Gewebe bis zu etwa 3 Meter herstellen. Angefangen haben wir auch hier mit Webmaschinen, mit denen wir auch Gardinen anfertigen. Aber natürlich muss man da dann schnell erneuern und natürlich ganz andere Maschinen dann verwenden. Das haben wir vor circa 10 Jahren umgesetzt, sodass wir eben auch inzwischen High-Performance-Fasern wie Carbon, Aramid oder sogar auch Keramikfaser verweben können. Seit circa 5 Jahren liegt auch ein großer Schwerpunkt vor allem auf der Naturfaser, auf nachhaltigen Fasern. Hier ist vor allem die Firma Bicomp aus der Schweiz ein sehr exklusiver Partner im Bereich Naturfaser. Bicomp ist ein sehr innovatives Unternehmen, welches sich mit nachhaltigen Naturfaser-Composites beschäftigt. Und ja, die haben wirklich sehr interessante Projekte im Bereich Automobil, Yachtbau und Sport. Das sollen auch die 2 Bilder oben darstellen. Inzwischen haben wir aber auch einige Serienprodukte mit Carbon, Aramid und auch Glasfasertypen. Kommen wir nun zu den technischen Textilien, weil wir fertigen ja nicht nur Bänder, Schläuche für den Faserbundbereich, sondern natürlich auch für sonstige industrielle Anwendungen. Hierzu möchte ich mich aber kurz fassen und nur 2 Folien zeigen. Die Produkte sind auch relativ ähnlich. Das sind jetzt zum Beispiel auch gewobene oder geflochtene Schläuche, Bänder, eben mit anderem Einsatzgebiet, mit mehr industriellen Anwendungen. Beispiele hier sind etwa Umflechtungen von Kabeln oder Silikonschläuchen, einfach als thermischer Schutz. Prinzip verwenden wir ja auch größtenteils dieselben Maschinen. Wie gesagt, eben dann andere Materialien, nicht Carbon, sondern sonstige High-Performance-Fibers. Zu diesen High-Performance-Fasern zählen unter anderem eben auch Aramid, Basalt, hochfeste Polyesterfasern, Polyamide, Dyneema-Faser und so weiter. Wir verarbeiten nicht nur textile Garne, sondern auch metallische Drähte, Widerstandsdrähte, Heizlitzen, Folien, Bändchen, alles Mögliche. Auch hier sind wir sehr flexibel und innovationswillig. Wir haben natürlich auch gängige Standardfasertypen, vor allem im Carbon, also gängige Typen von Tenax, AXA, Toray. Aber für viele Neuprojekte recherchieren und beschaffen wir auch die vom Kunden speziell geforderten Materialien. Ja, heutzutage muss alles smarter werden, nicht nur der Computer, das Smartphone oder das Auto, sondern natürlich auch die Textilien. Auch wir haben das schon vor einigen Jahren erkannt und haben unseren Textilien smarte Zusatzfunktionen hinzugefügt. Hier sind mal grafisch ein paar smarte Lösungen dargestellt. Angefangen hat es mit beheizbaren Textilien. Und mit den Jahren kamen viele weitere Produktentwicklungen hinzu, wie zum Beispiel Leuchttextilien, elektrisch leitfähige Bänder oder auch textile Sensoren. Im Weiteren möchte ich nur kurz auf die beheizbaren Textilien eingehen. Sollten Fragen zum Thema Sensorik auftreten, können Sie sich natürlich gerne an mich oder meine Kollegen wenden. Ja, angefangen hat der Bereich Smart Textiles, wie gesagt, mit den Heiztextilien vor gut 10 Jahren. Eins der ersten Projekte war eine Reifenheizdecke für den Motorsportbereich. Ja, in den folgenden Jahren sind weit mehr als 100 Projekte hinzugekommen. Die Vorteile unserer Heiztextilien sind, dass sie auch sehr drapierfähig sind, sehr dünn, ein geringes Gewicht haben, eine sehr gleichmäßige Temperaturverteilung und hohe Temperaturbeständigkeiten bis zu ca. 300 Grad Celsius. Beziehungsweise hängt das eben auch je nach Trägermaterial ab. Wir sind auch hier sehr flexibel hinsichtlich Trägermaterial. Also wir können entweder ein Glasgewirk, eine offene Gitterstruktur verwenden, Polyestervliese. Das kommt einfach auf die Anwendung drauf an. Ob das dann eingegossen wird in ein Harz, in Silikon, in Kunststoff. Je nachdem muss man eben das entsprechende Trägermaterial auswählen. Auch bei den Heizleitern verwenden wir nicht nur einen Heizleiter, sondern können auch hier entweder mit Carbon arbeiten, mit leitfähigen Garnen oder auch dann klassisch mit isolierten Heizlitzen.
Carbon hat natürlich jetzt gerade für den Faserverbundbereich doch einen gewissen Charme, hat verschiedene Vorteile. Carbon ist ein sehr guter Wärmeleiter, hat eine sehr geringe Wärmeausdehnung, also sprich in einem Faserverbundbauteil. Wenn man das einlaminiert und auf 200 Grad hochheizt, dann gibt es eben kein Problem, dass jetzt da groß Delamination auftritt oder dass sich der Heizleiter groß ausdehnt. Die Rohwings sind sehr flach und leicht. Und was man sonst auch selten hört, vielleicht, dass Carbon doch relativ günstig auch ist. Weil wenn man das jetzt umrechnet, die Kosten oder der Preis pro Meter an Heizleiter, so ist doch Carbon, was wir immer als Kilopreis im Kopf hat, aber ein Meter von Carbon kostet natürlich deutlich weniger als ein Meter von einer klassischen Heizlitze, die mit Isolierung gleich bei 20 bis 30 Cent zum Beispiel der Meter liegt. Da sind wir bei Carbon dann zum Glück deutlich darunter. Hier sehen wir auch zwei Anwendungsbeispiele. Links ist ein Heizpad-System. Das sieht auch ein bisschen so aus wie eine Reifenheizdecke zur Trocknung von Füllstoffen im Karosseriebereich. Rechts sieht man beheizbare Silikonhauben zum Aushorten von Faserverbundbauteilen. Hier stellen wir natürlich nur das Halbzeug her und das sind jetzt eben zwei Kundenbeispiele, links mit den Pads und rechts dann mit den Silikonhauben. Für uns sind natürlich vor allem Projekte oder Anwendungen interessant, bei denen das Heiztextil im Bauteil bleibt. Also sprich nicht nur Projekte mit reiner Formheizung, sondern wir wollen schon versuchen, dass die Produkte, die Heiztextilien im Bauteil integriert werden. Das kann also sein, eine Enteisung von von einem Rotorblatt auf dem linken Bild oder auch Enteisung von bestimmten Komponenten, wie jetzt zum Beispiel die Zugnase auf dem rechten Bild. Ja, wir versuchen natürlich, diese smarten Funktionen zu verknüpfen. Das heißt, dass wir jetzt zum Beispiel ein Heiztextil herstellen und dann mit einem Temperatursensor bzw. Feuchtigkeitssensor ausstatten. Das heißt, dass das Sensorgarn bei einer bestimmten Temperatur oder auch Luftfeuchtigkeit zum Beispiel ein bestimmtes Signal erkennt und dass man dann die Heizung, einfach angeht. Hier gibt es auch schon verschiedene Ansätze, welche wir auch in Zukunft natürlich weiter vorantreiben wollen. Ja, Sie haben nur einen kleinen Einblick erhalten, was wir so in den letzten 16 Jahren alles entwickelt haben. Wir haben viele Produkte entwickelt, die dem Kunden einen Mehrwert in der Fertigung generiert haben, entweder durch die Preform weniger Verschnitt oder durch die bauteilangepasste Struktur ein geringerer Aufwand beim Zuschnitt, das heißt günstigere Fertigungskosten. Wir haben ein sehr breites Technologiespektrum, also viele Textiltechnologien mit variablen Nutzungsmöglichkeiten, sodass wir eine materialeffiziente und individualisierte Produktion auch relativ schnell umsetzen können. Wir sind immer gerne bereit für neue Projekte, sei es mit Industriepartnern oder auch Instituten, also sprich auch mit Förderprojekten sind wir auch offen. Ja, wir haben Lust auf neue Herausforderungen, deshalb nehmen Sie gern mit mir, mit meinen Kollegen Kontakt auf. Ja, bislang haben wir bereits Projekte mit ca. 640 Firmen, Instituten und Entwicklungspartnern umgesetzt, viele davon bis zur Großserienfertigung. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir den ein oder anderen Partner aus dem heutigen Zuhörerfeld hinzugewinnen könnten. Und ja, möchte mich abschließend einfach für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe jetzt gern bereit für weitere Fragen und darf das Wort an den Herrn Sandu wieder übergeben.